Name your game. Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Watch and Learn Nummer 28 Noob to Pro Series Tutorials für Warcraft 3 Anfänger und Warcraft 3 Noobs. Heute habe ich ein schönes Game für euch. Ich spiele mit Ork und einem Menschen Ally gegen einen Ork und einen Untoten. Und wir starten hier gleich ins Game rein. Unsere zwei Gegner sind hier auf westlicher Seite. Mein Ally ist in Pink auf südlicher Seite und ich starte im Osten mit Ork hier. Mache meinen Standardaufbau. Und mein Ally macht hier auch den Menschenstandard, wird hier eine Kaserne bauen. Ich bin schon gespannt, welchen Hero er bauen wird. Bereit zur Arbeit. Hier der Undead. Und hier der Ork, der macht das genau gleiche wie ich. Wir können also sehr gut schauen, wer hier besser spielt, wer hier die Nase vorne hat. Und ich werde euch heute das Running Game zeigen, beziehungsweise how to run properly, wie man richtig läuft in Warcraft 3. Das ist eine coole Map, die heißt Gnollwood oder Gnollwald. Und hier werde ich mit meinem BM, hier mache ich immer den BM. Hier werde ich vier Creeps machen, hier den Goblin laden, hier den nächsten Goblin laden, also die vier Goblin laden. Und werde hier jeweils den linken Creep machen, denn der droppt ein Item und nach diesem Creep, also nur nach dem linken, werde ich jeweils verschwinden und nur das Item mitnehmen. Also es geht mir nicht um XP, sondern um die Items, weil im Optimalfall habe ich zum Schluss dann vier Items dabei. Jetzt kommt auch schon der Akku-Scout vom Undead-Gegner, der macht das und haut hier wieder ab mit seinem Akku. Aber mein Ally chased ihn, also er verfolgt ihn sofort, damit er, wenn der Hero rauskommt, der hat jetzt einen Archmage getrained. Der kommt jetzt noch nicht gleich, aber wenn der rauskommt und auch in der Ferne ist, bekommt der die XP von diesem Arco. Und unser Gegner hat einen Goldverlust von 75. Mein Blade Master kommt hier heraus. Ich sehe, dass der Soldier den Arco chase und deswegen gehe ich hier auch direkt auf den Soldier. Will hier aber diesen Creep danach machen. Und ich fange immer mit dem Blade Master auf dieser Map einen Creep an, der weiter von meiner Base weg ist, damit der Gegner diesen Creep nicht machen kann und ich dann in Ruhe den zu meiner Base näher gelegenen Creep machen kann, um dort dann auch das Item zu erhalten. Habe jetzt also die Handschuhe der Hass bekommen. Und sehe schon, mein Ally wird hier attackiert, während er mit seinen Militia einen orangenfarbenen Creep machen will. Mein Leben für die Horde. Hier geht eine Militia down. Und die Gegner focussen hier. Der Undead-Gegner coilt. Der FS focus, das machen sie sehr gut. Die haben also ein gutes Micro. Jetzt ist das Wichtige. Macht eure Creeps nicht fertig. Bitte nicht. Sondern wenn ihr seht, dass euer Ally in Trouble ist, da müsst ihr sofort reagieren und zurück zu eurem Ally gehen. Habe jetzt ein Skelett down gefocust, das heißt ein bisschen XP. Wir werden angegriffen! Der Ork geht jetzt auch in die Base meines Menschen Allys. Der hat zum Glück den Arkanenturm. Seine Arbeiter werden hier aber gefocust und ich hoffe, er verteidigt seinen Arbeiter. Hier kommt auch der Undead, der will natürlich schwache Arbeiter keulen. Und ich sehe jetzt mit meinem Blade Master, dass der Farseer hier sich Richtung Osten verzieht. Das heißt, er will meine Base angreifen. Deswegen mache ich jetzt einen speziellen Move. Ich habe zwei Ork-Bauten und baue einen dritten, weil meistens, seht ihr den Peon hier, baue jetzt einen dritten Ork-Bau. Ich will nicht, dass meine zwei anderen Ork-Bauten angegriffen werden. Bin auf 26 von 30 Supply. Bräuchte den Ork-Bau also nicht, weil ich auch am Techen bin und ein Grunzer im Bau ist. Aber ich habe den nur gemacht, damit der jetzt vom Gegner angegriffen wird und werde ihn jetzt abbrechen. Mache ihn erneut, da ich ja dann doch einen zweiten Hero brauche. Aber ich habe ihn extra zu früh gemacht, wie gesagt, damit die zwei anderen safe sind vorm Gegner. Habe jetzt seinen Wolf gefokust, der weckt den Creep auf, sehr sehr geschickt gemacht, sehr gut gespielt und läuft hinter den Creep, so dass ich keine XP bekomme vom Creep. Wie gut ist das denn? Also wirklich schlau vom Ork, sehr gut gespielt. Ich mache jetzt den Creep direkt, obwohl ich drei Grunzer habe.
weil ich schon die Aggression und die Stärke des Orks erkannt habe. Krieg hier einen Tome der Beweglichkeit, das ist gut. Mein Hero kriegt dadurch ein bisschen mehr Schaden. Und jetzt kommt auch schon der FS wieder in die Base meines Allies. Und deswegen laufe ich jetzt sofort weg vom Creep, auch vom leichten Creep, um meinen Ally zu beschützen, weil ich weiß, dass der Undead auch nicht weit weg sein kann. Jetzt habe ich mit einem Grunzer noch den Creep gefinisht oder versucht zu finishen, den grünen. Aber ich weiß, dass es bei uns brennt. Mein Ally hätte jetzt besser machen können, dass er weiter in seine Base sich verzieht. Hat er aber nicht gemacht. Er hat hier auch zwei Water Elementals. Und hier geht auch der Wolf zurück. Versucht jetzt seinen Phase hier zu fokussen. Der läuft ganz schön. Macht auch noch den Deny. Wie gut ist das denn? Wahnsinns Micro. Ich mache jetzt den Windlauf, will den Phase hier kriegen, aber ich kriege ihn nicht und deswegen habe ich den Creep aufgeweckt. Der soll für mich zu Ende bringen, was ich angefangen habe, aber der Phase hier überlebt mit 40 HP oder so. Ausbau abgeschlossen. Bin jetzt ein bisschen enttäuscht und mache den Creep am Brunnen der Gesundheit, Level auf Level 2. Also auch wenn es hier einen Drache gibt, der euch fokust, kümmert euch nicht drum. Ihr habt vor euch den Brunnen der Gesundheit und der heilt eure Einheiten mit ein bisschen Micro besser auf, als er Damage macht. Also als der Drache Damage macht. Und deswegen könnt ihr auch den Creep machen. Und der Undead will jetzt auch zum Brunnen der Gesundheit. Und jetzt laufe ich ihm entgegen. Surround ihn, mach einen Windlauf und jetzt ist der Undead Hero, der DK, ist tot. Er hat wahrscheinlich gebaut in der Zwischenzeit oder irgendwas und konnte den TP nicht rechtzeitig zücken. Versuche jetzt seine Spinne zu blockieren, aber nice ist Micro. Versucht hier nach links, nach rechts, einen Richtungswechsel. Das hat er so nice gemacht, wirklich. Auch gegen meinen Ally. Läuft es hier eng an den Wäldern vorbei und kann hier mit seiner Fiende kommen. Wahnsinn. Hab auch schon einen Shadowhunter, will jetzt unbedingt diese Fiende noch. Versuch mich vor ihr zu positionieren, dass ich sie dann entweder blockieren oder zwei Hits abgeben kann. Habe auch zwei Hits abgeben können, aber verzieht sich trotzdem gut. Und jetzt mache ich wieder was Spezielles. Und zwar, trotz 4 Grunzern und einem Level 2 BM, mache ich den Creep, den einfachen Creep in der Nähe des Gegners, weil ich weiß, er wird jetzt wieder bald hervorkommen. Habe jetzt schon Level 3 und meinen Shadowhunter auf Level 1. Aber der Undead muss jetzt ein bisschen auf Blight, also auf seine untoten Erde, sich heilen. Arbeit abgeschlossen. Habe jetzt den SH gehext und wollte ihn nochmal hexen, aber der Ork war wieder schneller, konnte entkommen, weil mein SH nicht mehr in Position ist, kann hier trotzdem noch ein paar Hits drauf kriegen. Sehe jetzt, dass ein Raider auf dem Weg ist und hexe jetzt halt den, weil ich den SH nicht bekommen habe. Fokusse den Raider, blockiere hier mit meinem SH. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Mein Ally ist jetzt in der Mitte noch mit seinen Einheiten, wird hier aber schon vom Ork attackiert und muss sich zurücktapen. Das hat der Ork wiederum gut gemacht. Er wollte nur einen TP provozieren. Und das habe ich schon gerochen. Deswegen bin ich so zurückgelaufen, dass ich ihn blockieren kann bzw. abfangen kann. Und jetzt wieder sehr, sehr gut von meinem Ork. Er used eine Speed Scroll, damit er entkommen kann. Habe ich Hexen Grunt und schnüre einen Grunt ein und das ist jetzt wieder wunderschön die Frostrüstung auf den eingeschnürten Grunt. Wie gut ist das? Der läuft jetzt hier ganz gut. Kann hier fast entkommen. Ja, er kommt sogar. Aber ich habe noch einen Hex. Also wirklich nices Micro von dem Gegner hier in der Situation. Hätte ich so nicht gedacht. Die haben jetzt auch den Vorteil, dass sie am Brunnen der Gesundheit stehen und deswegen versuchen wir hier nachzurücken. Ich bin schon mit meinem BM nachgerückt, habe seinen Shadowhunter fokussiert und mein Ally mit seinen Soldiern, die ziemlich schmal sind, ist er auch zum Brunnen der Gesundheit gelaufen, weil sonst hätte natürlich der Gegner den Vorteil, dass er heilen kann und wir nicht während dem Fight. Haben jetzt eine Fiend gefokust, aber die schwache Fiend kriegt hier wieder die Frostrüstung. Also ein nices Micro, wirklich. Jetzt wird der Archmage gefokust. Ich habe da derweil eine Statue gefokust. Aber der Archmage muss aufpassen und geht leider down. Das ist jetzt gefährlich. Ich will jetzt seinen FS. Weil unser Archmage gestorben ist, habe ihn jetzt auch blockiert. Der kriegt eine Frostrüstung, aber kommt trotzdem nicht raus. Und muss deswegen TP'en, kann also jetzt alleine auf den Ork bzw. im Schutz der Einheiten meines Allies
Und deswegen verzieht sich hier der Ork, hat jetzt auf alle Spinnen die Frostrüstung gemacht. Das war sehr, sehr gut, wirklich. Ich kann also keine einzige Fiend killen. Die haben mehr Rüstung, haben auch die Aura, die Schnelligkeitsaura vom Todesritter und können auch von ihm gekeult werden. Also verziehe ich mich halt wieder. Ich habe hier also in diesem Spiel noch nicht viel anstellen können, also am Anfang habe ich den Dekar gekillt. Jetzt ist das wichtige Element, den Brunnen der Gesundheit zu besetzen, ohne dass es die Gegner tun. Mein Ellie kann jetzt endlich nach 10 Minuten seinen Anfangscreeps vervollständigen. Hat hier noch den Level 1 MK. Der wird hoffentlich auch noch was bringen. Und ich laufe jetzt zu einem orangefarbenen Creep bei einer Mine. Dort kann ich expandieren, falls es nötig ist. Laufe jetzt auch in meinen ersten Creep. Kann den auch nach 10 Minuten beenden. Und werde hier die Mine creepen, damit ich, wie gesagt, für den Fall aller Fälle hier noch expanden kann und auch Rohstoffe pumpen kann. Wir werden angegriffen! Die Gegner creepen zu zweit, das ist nicht die geschickteste, aber die sicherste Variante. Denn sie müssen natürlich zwischen vier Heroes ihre XP aufsplitten. Habe jetzt den Spirit Link auf ganz viele Einheiten gemacht. Wollte jetzt im Norden creepen gehen. Und gehe da mit einem Raider vorsichtig nach vor, weil der Raider schnell sehe jetzt den FS und schnüre ihn direkt ein, damit er mir keinen Kettenblitz verpasst oder sonst was. Aber er hat gut reagiert, der Ork, und hier einen meiner Raider verhext. Und deswegen laufe ich jetzt schnell zurück. Also kämpft, Leute, kämpft bitte nicht alleine gegen zwei Armeen. Ihr müsst immer schauen, geht sich das aus, auch wenn ich ein gutes Micro habe. Und ihr habt gesehen, dass die Gegner ein sehr gutes Micro haben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein besseres habe. Mein Ellie, der hat die Situation auch schon gerochen. Der kommt jetzt zu mir, das macht er gut. Der Ork hyperaggressiv, auch der Undead, die kommen zu mir und jetzt haben sie meine Code hier gesehen. Hier zwar den Spirit Link, aber ich will mich hier noch verziehen. Die Raider sind aber schneller und schnüren meine Code ein. Deswegen drehe ich mich um, das war auch entscheidend, weil ich sehe, mein Ellie eilt schon an und der Undead ist noch nicht ganz hier. Also ist es kein ungleiches Match. Will jetzt mit meiner Code weg, die darf ich nicht verlieren, weil die hat die Kriegstrommel-Aura, die auf alle Einheiten wirkt. Ich will jetzt meinen Grunt wegmicron, das schaffe ich auch, habe auch den Spirit Link, das ist gut, der Gegner hat hier mehr Healing Scroll geused, wie gut ist das denn, hat hier auch Scroll of the Beast, also den Angriffsplus, mein BM levelt auf Level 4. Und ich kann jetzt noch ein paar Grunts rausnehmen, habe aber hier für ihn die schwache Einheiten, mit denen ich mich verziehe und habe jetzt seinen Lich surrounded. Der geht auch down. Jetzt geht er mit seinen Spinnen wieder ein bisschen zu weit rein und deswegen können wir ihn focussen, kann seine Spinnen auch einschnüren. Er macht zwar hier noch die Frostrüstung drauf, aber das bringt ihm nicht viel. Und jetzt steht mein SH im Fokus. Muss jetzt hier einen Grunt wegmicron und kriege jetzt noch einen Hex und wahrscheinlich geht jetzt leider mein SH down. Versuche jetzt mit dem BM noch die Spinnen, die meinen SH angreifen, zu fokussieren, aber mein SH geht down, es war zu spät und der Orc Hero hat aber immer noch seinen SH und seinen FS, muss es aber tapen, weil der Undead Gegner fast kaputt geht. Also er hat jetzt wirklich wieder brillant reagiert, hat gesehen, dass sein Undead Ellie wegtaped und direkt auch weggetaped. Ich muss jetzt also meinen SH wieder reviven. Und jetzt ist es wichtig, dass sie sofort zum Brunnen der Gesundheit läuft. Das hat zwei Vorteile. Ihr könnt heilen, das geht erstens schneller. Ihr müsst kein Geld für Heilsalben ausgeben. Dadurch könnt ihr in der Zwischenzeit andere Einheiten, also mehrere Einheiten produzieren oder Upgrades für eure Einheiten. Und es hat auch den Vorteil, dass wenn ihr auf den Gegner trifft, könnt ihr aus dem Schatten des Brunnen der Gesundheit agieren. Bereit zum Ausritt!
So, mein Ellie will hier wahrscheinlich pushen, das heißt attackieren. Aber ich muss hier heilen und habe jetzt direkt vor dem Fight auch den Spirit Link gemacht. Und der Spirit Link ist hier ein sehr wichtiges Element. Der FS vom Gegner hat hier die Rolle der Heilung und einen geringen Unverwundbarkeitstrank. Also wieder fantastisch mitgedacht. Ist wirklich gut hier. Forschung abgeschlossen. Was ich nicht verstehe oder was mir nicht so gefällt an dem Ork ist, warum er auf dieser Map nicht den Blade Master macht, aber das war ja mein Vorteil. Möchtet ihr was echt Gruseliges sehen? Jetzt der Archmage ein bisschen zu weit vorne. Ich versuche noch mit einem Taure hier Damage auf mich zu ziehen, aber der Archmage steht hier im Fokus und ich glaube, er wird sogar down gehen. Kriegt jetzt eine Nova noch, wird eingeschnürt, kriegt einen Kettenblitz. Und ich versuche jetzt den SH zu killen, weil der meinen befreundeten Archmage hexen kann. Kriegt jetzt noch eine Keule ab, der Archmage. Jetzt komme ich mit dem SH, der hat Level 3. Ich blockiere hier, gebe dem Archmage den Spirit Link und eine Healing Wave. Der wäre bestimmt gestorben. Und das war, glaube ich, das spielentscheidende Ereignis. Derweil fokussiere ich den Lich. Der geht auch down, obwohl er noch sehr schön hier die Frostrüstung auf sich macht. Hab hier auch mit den Taurern voll auf die Fiends geschlagen. Jetzt lief schon der erste Gegner. Und auch der zweite. Also ihr seht, wie hier mit der richtigen Lauftaktik, der richtigen Fokustaktik das Spiel gewonnen wurde. War ein sehr nice Game. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like, lasst ein Kommi oder ein Abo da. Ich wünsche euch viel Glück bei euren Online-Games. Wir sehen uns dann beim nächsten Watch and Learn. Ciao.